So, 15 Stück haben wir schon. Dann geht's hier wieder rauf. Und wieder hier rüber. Oh je, das wird knapp. Na klasse. Das will ich nicht sehen. Super. Nein! Wow. Tja, das war knapp. Okay, okay. Du hast's drauf, so viel steht fest. Also, hast du noch einen Job für mich? Ja, ich melde mich morgen bei dir. Modell weiß ich noch nicht. Sag mal, du drehst die Nummer doch nicht alleine. Hast du feste Auftraggeber? Geht dich immer noch nichts an. Entschuldige, meine Erbkrankheit. Ah ja, seine Erbkrankheit. Sehr schön. Offroad-Alligator, aha. So. Sollen wir die Streife fahren? Ach, wir sind noch immer am ersten Einfall in Arbeit. 5 gelöst. Okay, dann machen wir den da unten noch. Machen wir mal mit dem Semi-Polizei. Und da vorne links wäre irgendwo was. Susanne, habt ihr was über den LKW und seinen Fahrer? Das ist der LKW einer Spedition und die ist in letzter Zeit wohl öfter überfallen worden. Der Fahrer sagte, bei ihm sei es sogar schon das dritte Mal. Okay, danke, Susanne. Dann schauen wir uns die Spedition nochmal an, oder? Annehmen. Oh, das war sehr knapp. Natürlich fahren wir gegen die Fahrtrichtung, so wie sich das auch gehört. Achso, da waren wir vorhin schon. Oder? Na klar, waren wir da vorhin. So, was passiert denn jetzt? Chefin, hier ist Ben. Haben Sie bei der Spedition mit jemandem gesprochen? Ja, wir haben mit dem Chef gesprochen. Es sind immer LKWs angegriffen worden, die besonders wertvolle Fracht hatten, wie PCs, Plasmafernseher, Kameras. Also waren die Überfälle geplant und nicht wahllos. Der Chef meint, dass jemand mit Insiderwissen dahinter stecken müsste. Er hat sogar einen seiner Fahrer im Verdacht. Und den wollen wir jetzt ausfindig machen. Okay, Ben. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Sieh mir, der Fahrer sitzt jetzt auf dem Bock. Wie finden wir den möglichst schnell? Klassische Ermittlungsarbeit. Du meinst abklappern? Genau. Was, alle Leute sollen wir jetzt abklappen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Natürlich hauen wir da gleich mal die Ampel um. Weil es auch so lustig ist. Ach du meine Güte. Das wird ja jetzt was. Einfach mal das ganze Gestell umhauen. Alter, kann er bald mal stehen bleiben? Das ist er nicht. Ist er das nicht? Nee, nee. Dann den nächsten. Test aus und dann erst einschalten. Ja. Das haut er ja gleich ab. Ja, obwohl wir haben ein Polizeiauto. Von dem her sind wir eh schon auffällig genug. Das wäre eigentlich auch schon egal. Könnten wir, glaube ich, das Blaulicht auch gleich anlassen. Meck, schmeck. Ja, der ist super.
Ach, geh. So. Der ist es auch nicht. Super. Andere Richtung. Da rechts drüben ist irgendwo einer. 1900 Meter. Mal den abklappern. Oh, jetzt wäre ich fast in die falsche Richtung gefahren. Bisschen Nitro mal einschalten, dass wir ein bisschen schneller sind. Ja, wo ist denn der Typ? Wow. Der wird doch da vorne gleich sein. Oder auch nicht. Davon bei Nitro macht. Da vorne fährt er. Nix da überholen. Spinnst du? Alter. Wollt ihr mich verarschen? Gefälligst da stehen, wenn ich mit dir reden will. Der nächste bitte. Jetzt sind es ja nicht mehr viele, ist ja nur mal einer. Wo ist der denn? Muss da vorne irgendwo sein. 1200 Meter. 1150. 1000. Ben, ich glaube, das ist er. Endlich. Glaubst du? Ich hab Heimweh. Komm, lass uns zum Revier fahren. Du bist doch schon ein großer Polizist. Ich will aber... Na gut. Ja, da fahren wir wieder zurück. Gesprächig war der ja nicht gerade. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass der als Insider mit den Überfällen zu tun hat. Unwahrscheinlich. Sonst hätte er uns wohl kaum das Handy gegeben, das er nach dem letzten Überfall gefunden hat und einer der Täter verloren haben muss. Also mal sehen, ob uns das Schnurlose weiterhilft. Ohne PIN wirst du da wohl nicht drin schnüffeln können. Warte. Tata! Kein Zugangscode. Ah, schon was gefunden? Hier ist eine SMS. Eine Verabredung mit Charlie morgen auf dem Rastplatz. Vielleicht zum Truckerfrühstück? Wer weiß. Truckerfrühstück? Ja, bestimmt. Da geht's dann morgen auch hin. Erstmal hier bremsen, denn wir müssen da runter. Das können wir auch mittlerweile schon ausschalten. Das nervt. Ist zwar manchmal cool, aber so auf die Dauer, dieses da nervt ein bisschen. Wir das bei der Polizei aushalten müssen. Ey. Wir müssen davon ja schon Albträume bekommen. Ah, das sehen wir schon. Sehr schön. So, Trucker-Treffen. Erfolgreich. Sehr schön haben wir. Ja, 4,5 Sterne. Das ist schon mal. Also halt, ja, fast 5. Gut, dann machen wir weiter. Wie sieht's aus? Die Fälle Tag 1. Wir haben heute noch immer was. Die Konferenz. Dann machen wir das auch noch. Thank you.
kriegen wir auch noch hin. Semir, Ben, die Chefin hat noch einen Job für euch. Was? Jetzt noch? Wir haben Feierabend. Ihr wisst doch von dem Weltwirtschaftsgipfel, der nächste Woche hier stattfindet. Ja, klar. Eine Delegation aus Südamerika trifft schon jetzt ein. Sie brauchen Geleitschutz. Dieser Einsatz der Kollegen vom Revier 12 war erst morgen vorgesehen. Die Leute sind jetzt nicht im Dienst. Alles klar, fahren wir zum Flughafen. Ja, annehmen. Hier müssen wir... Ach so, erstmal laden. Natürlich müssen wir umdrehen. Also in die andere Richtung. Seh mir, das wird wohl nicht unsere letzte Eskorte diese Woche. Wieso ist das eine größere Geschichte? Machst du Witze? Hohe Tiere und Wirtschaftsbosse aus aller Welt in unserer Stadt. Es sind 1000 Gegendemonstrationen angekündigt. Das wird rund gehen. Das wird doch uns kaum betreffen. So eine Konferenz findet ja nicht auf der Autobahn statt. Wir werden sehen. Ich glaube, die findet am 1. dann auf der Autobahn statt. Ja, Mai. Dann wir schon sehen, was da noch auf uns zukommt. Erstmal müssen wir hier links. Links, links, links. Oh. So, da oben ist ein Flugzeug. Ich will das nicht abnehmen. So, die Ampel haben wir leider nicht erwischt. Wollte ich ja gerne umfahren, aber war aber leider nichts draus. So, und ich habe so die Befürchtung, dass ich irgendwie krank werde. Aber mal gucken, ich hoffe nicht. Falls dann keine Videos mehr kommen, dann wisst ihr warum. So, dem müssen wir folgen. Das Abstand zu klein, will er mich verarschen? Klar. Hat's ja nicht mal alle. So. Muss man das halt mit Nitro machen. Seh mir, das wird wohl nicht unsere letzte Eskorte diese Woche. Wieso ist das eine größere Geschichte? Machst du Witze? Hohe Tiere und Wirtschaftsbosse aus aller Welt in unserer Stadt. Es sind 1000 Gegendemonstrationen angekündigt. Das wird rund gehen. Das wird doch uns kaum betreffen. So eine Konferenz findet ja nicht auf der Autobahn statt. Wir werden sehen. Das hatten wir schon. Hier ist wieder das ganze Gestell umgefallen. Wie letztes Mal. So, hier müssen wir links. Hier fahren wir genau da durch. Ach nee, auch nicht. Oh, schade. Das ganze Gerüst ist umgefallen. Das tut mir jetzt aber nicht leid. Hier nochmal eine Laterne. Doing, noch eine. Doing. Ach, wie lustig.